Wie gestaltet man sich in Fusion 360 ein Gewinde, damit es so leichtgängig ist wie dieses hier? Das schauen wir uns mal in diesem Video an und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de und als erstes möchte ich euch eine ganz einfache Methode zeigen, wie ihr instant quasi ein Gewinde erzeugen könnt, was in, sagen wir mal, 60-70% der Fälle auch eigentlich passt. Und dann gehen wir nochmal in die Details ein, wo wir nochmal ein komplett eigenes Objekt gestalten, wie wir das Ganze noch ein bisschen leichtgängiger machen können und noch einen Ticken oben drauflegen können, damit es wirklich perfekt passt. Und wir starten erst einmal mit diesem Objekt hier. Der ein oder andere wird es vielleicht kennen, wenn er es sieht. Das ist ein PG7 Mount eigentlich für den Umbilical Gantry Mount von dem Voron. Das heißt also, da geht dann vom Voron über das EBB Board, das Extruder Breakout Board, ein Kabel hinten an die Gantry, wird dort mit so einer Kupplung befestigt, damit es ein bisschen flexibel ist. Und das wird hier normalerweise reingeschraubt. Ihr seht jetzt, ich habe mir hier über ein Sketch schon entsprechende Bohrung gemacht, weil ich habe bei Amazon natürlich keinen PG7 Adapter bestellt, sondern einen PG9 und deswegen musste ich das Loch noch ein gutes Stück größer bohren. Das ist aber kein Problem, denn wir haben ja eine Möglichkeit über Fusion 360 die STL-Datei zu importieren als Mesh und die dann auch zu bearbeiten und genau das habe ich gemacht. Ich habe hier erstmal mit Extrude quasi ein Loch von 16 mm reingeschnitten und ihr seht hier schon, in der Innenseite ist alles schön glatt, das heißt, die können wir auswählen und dann können wir sagen, okay, hier auf Create oder Erstellen und dann Gewinde bzw. Thread klicken wir drauf und dann sehen wir, okay, wir haben jetzt hier ein Gewinde von 16 mm mit einer Höhe von 2 mm. Das Ganze modellieren wir noch und ich weiß, dass die 2 mm ein bisschen zu viel sind, weil ich schon vorher getestet habe. Deswegen gehe ich jetzt hier auf 1,25. Da weiß ich, dass es von der Gewindehöhe her perfekt passt entsprechend und sage, okay, das passt soweit, das möchte ich so gerne haben. Auch hier rechts drehen, das ist genauso, wie wir es brauchen. Und ich sage, okay, und wir haben uns hier auch schon in Fusion 360 ein Gewinde erstellt, was so auch hundertprozentig funktioniert für die PG9 Adapter, die ich auf Amazon bestellt habe. Den Link zu den Adaptern packe ich euch auch gerne unten in die Videobeschreibung, falls ihr das gerne nachbauen wollt, zu den PG7 als auch zu den PG9 Adaptern und natürlich auch zu den Mounts, die ich für den Voron jetzt für den Umbau entsprechend verwendet habe. Da habe ich auch hier zum Beispiel mal an dem Stealth Burner hinten nochmal einen Mount umgebaut. Die Dateien verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung, genauso für den Voron 2.4, wo die Gantry nochmal ein bisschen anders aussieht, damit ihr das entsprechend selbst anpassen könnt oder aber auch die fertigen Dateien so runterladen könnt und das drucken könnt. Und dann habt ihr dort auch die Möglichkeit quasi über das Extruder Breakout Board mit einem Kabel hinten an die Gantry zu gehen und braucht da keine Kabelkette und nichts mehr über die Gantry. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Services wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, $10 auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht es weiter im Video. So, jetzt sind wir aber nochmal ein bisschen perfektionistisch und sagen, okay, wir möchten das Ganze nochmal ein Stück weit weiter treiben. Und dafür habe ich mir hier eine neue Datei angelegt. Und in der neuen Datei habe ich auch schon mal Parameter angelegt. Wer noch nicht weiß, wie Parameter funktionieren, ich habe ein Video dazu gedreht, das findet ihr oben in der Ecke. Und da seht ihr, ich habe hier ein paar Parameter angelegt. Das erreicht ihr ganz einfach, indem ihr über Modifizieren bzw. Modify und dann Parameter ändern bzw. Change Parameters. Und dort seht ihr dann eine Liste mit den ganzen Parametern, die ihr als User-Parameter angelegt habt. User-Parameter sind Parameter, die ihr selbst anlegt und Model-Parameter sind Parameter, die ihr direkt am Modell, wenn ihr irgendwas zeichnet, entsprechend dort nochmal in der Breite sagt, okay, ich definiere da jetzt nochmal irgendwas in der Richtung als Parameter und dann tauchen die hier unten auf. Also ihr könnt dem Ganzen dann einen Namen geben, dann tauchen die hier unten auf und werden genauso aufgeführt wie die hier. Und hier habe ich mir erstmal einen Durchmesser für den Außenbereich entsprechend definiert. Ich habe mir einen Durchmesser definiert für das Gewinde.
Das sind bei mir jetzt hier 36 mm. Ich habe mir nochmal ein Gewinde-Offset definiert. Was das bedeutet, reden wir gleich nochmal drüber. Und ich habe mir nochmal eine Höhe von dem ganzen Bauteil entsprechend definiert, von einem Zentimeter. Das kann man nochmal variieren, je nachdem, wie man es möchte. Ja, ich kann auch hier nochmal sagen, okay, 20 mm, weil es ein bisschen wenig ist mit 10. Und dann sage ich, okay, und wir starten einmal los. Wir legen uns einen neuen Sketch an und dann sage ich, okay, ich möchte erstmal einen Kreis zeichnen. Und da sage ich dann, den Parameter Durchmesser hätte ich da gerne. Blub. Okay, und wir legen uns noch einen zweiten Kreis an und dieser heißt Gewindedurchmesser. Und dann haben wir hier schon mal zwei Kreise, die wir entsprechend, naja, nutzen können für solch ein Gewinde. Ich extrudiere jetzt erst einmal diesen Kreis hier erst einmal über die Höhe, über 20 mm, perfekt. Und habe jetzt hier einen schönen, wunderschönen Zylinder erstmal erstellt. Und jetzt blende ich mir die Sketch nochmal ein und dann sage ich, okay, ich möchte das gerne nochmal mit dem Bereich hier unten extrudieren. Da sage ich New Body und dann sagen wir hier Höhe. Nein, wir sagen natürlich Minushöhe durch, was weiß ich, 3. Und das sagen wir auch dann nicht als New Body, nicht als Join, sondern als New Body und erstellen das Ganze. Und dann haben wir hier oben zwei Objekte erst einmal. Zwei Bodies. Ja, und für den unteren Body extrudieren wir jetzt nochmal, ich blende erstmal den oberen aus, das Ganze extrudieren wir nochmal über die Höhe. Blub. Dass quasi diese zwei Körper sozusagen ineinander greifen, das ist wichtig. Wir gehen mal auf Inspizieren und sehen uns das Ganze mal in der Sektionsanalyse an, also in der Section Analysis. Und da wähle ich jetzt als Fläche, auf die ich das Ganze analysieren möchte, erstmal hier diese Achse aus und sage, okay, das passt jetzt erstmal soweit. Das Ganze ist auch schon in der Mitte geteilt und wir sehen, dass wir hier zwei einzelne Körper haben. Die Skizze kann man mal ausblenden. Hier entsprechend an der Linie, da sieht man, das sind zwei einzelne Körper. Und dort wollen wir jetzt natürlich erst einmal ein Gewinde reinzaubern. Das bedeutet, ich blende den unteren Körper erstmal aus. Ich blende auch mal die Analyse aus, damit wir ordentlich arbeiten können. Und dann gehe ich wieder auf Erstellen bzw. Create und wähle hier das Gewinde bzw. den Thread aus. Ich modelliere den Thread wieder, also das Gewinde wieder. Und sage, okay, ich bin jetzt erstmal von der Höhe her mit 36x4 fein. Ja, das ist jetzt erstmal nicht wichtig, weil wir jetzt keinen speziellen Adapter haben, auf den wir das anpassen, wie beim PG9 oder PG7, sondern wir entwerfen hier unseren eigenen Adapter, beziehungsweise unser eigenes Gewinde. Das heißt also, das Gegenstück dazu wird dann auch 36x4 sein und von daher ist das auch vollkommen okay erstmal. Das gleiche mache ich erst einmal mit der Unterseite. Da wähle ich die Innenseite hier von dem Zylinder aus und sage Erstellen Gewinde bzw. Create Thread. Sage hier auch wieder Modellieren und bin auch hier wieder bei 36,4. Und das ist erstmal schon mal das Wichtigste überhaupt. Ich blende beide Objekte ein und blende mal die Analyse ein und ihr seht, das passt wunderbar so, wie wir es brauchen. Das ist aber der Stand, den wir quasi bei dem Projekt hier hatten, dass das schon out of the box sehr gut funktioniert, auch in dem ABS, wie ich es gedruckt habe, wunderbar funktioniert. Jetzt wollen wir das Ganze aber noch mal ein bisschen weiter treiben und auf die Perfektion ein bisschen treiben. Und ihr habt eben mitbekommen, dass ich noch mal einen Gewinde-Offset-Parameter definiert habe. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Ich gehe nämlich hin und blende mal den Hauptbody aus und wähle jetzt erstmal hier die Fläche und diese Fläche hier aus, also die Ober- und die Unterseite von diesem Gewinde erstmal aus. Und dort gehe ich hier oben auf Press-Pull, also drücken. Und dann kann ich hier einen Parameter festlegen, beziehungsweise hier. Und da sage ich Gewinde-Offset. Und damit drückt er mir das Ganze nochmal ein bisschen. Stopp, jetzt habe ich es falsch gemacht, natürlich. Na. Natürlich in die entgegengesetzte Richtung.
Und ihr seht schon, diese Kante hier ist jetzt deutlich kleiner geworden. Das heißt also, wir haben noch mal ein bisschen mehr Platz. Wir können jetzt schon mal die Analyse einblenden und können mal den anderen Body einblenden. Und ihr seht, wir haben hier deutlich mehr Spielraum dazwischen, nämlich 0,2 mm. Und das kann bei den meisten Druckern schon ausreichen. Wenn ihr euren Drucker noch nicht eingestellt habt mit Ellis Printing Guide oder Print Tuning Guide, könnt ihr das Ganze natürlich einrichten. Da gibt es dann auch einen Test, wo ihr dann die Toleranzen testen könnt. Das habe ich bei meinen Druckern auch gemacht. Und ich weiß, zum Beispiel das bei Mini entsprechend momentan die Standardwerte, die ich jetzt einfach so von Werk ab habe, 0,5 mm sind. Das heißt also, ich müsste hingehen und müsste das nochmal ein bisschen in die andere Richtung, wie heißt das, nochmal ein bisschen tunen. Das bedeutet also, ich gehe hin und mache das Gleiche, wie ich auf der Innenseite gemacht habe, nochmal auf der Außenseite. Ich sage, wer die beiden oberen und unteren Flächen aus und sage, okay, press pull. Und dort sage ich auch, minus Gewinde Offset. Und lasse das Ganze dann noch ein bisschen reduzieren, einfach damit da nochmal, naja, ein bisschen Toleranz reinkommt und das Ganze auch wunderbar passt. Dann sehen wir auch, wir haben hier einen richtig schönen großen Raum dazwischen. Und jetzt kommt nochmal so ein klein bisschen was oben drauf, so ein bisschen klein bisschen Schmankel. Denn wodurch entsteht denn überhaupt so ein Haken bei den Gewinden? Wodurch verkanten die sich denn? Richtig, durch scharfe Kanten. Und die haben wir hier entsprechend dort und natürlich auf der Innenseite entsprechend parallel dazu. Das bedeutet, ich wähle diese Teile hier aus und sage, ich möchte hier gerne eine Abrundung dran, also ein Fillet quasi haben. Und dann drücke ich das Ganze mit Gewinde Offset nochmal rein. Mal schauen, ob das da funktioniert. Perfekt. Und ich habe hier wunderbar die eckigen Kanten, die wirklich scharf sind, abgerundet. Das Ganze können wir nochmal auf der Innenseite machen. Da geht es nicht ganz so einfach, weil wir hier keine 0,2 mm mehr haben. Aber wir probieren es einfach mal. Natürlich hier und hier. Und dann sagen wir auch wieder Fillet bzw. Abrundung und dann Gewinde Offset. Und mal schauen, ob er das noch kann. Das kann er noch wunderbar. Und ihr seht, wir haben jetzt hier eine wunderbare Rundung drin. Blenden beides wieder ein. Und so haben wir ein Gewinde erstellt, was keine scharfen Kanten im Innenraum mehr hat. Das heißt also, wenn ihr es ordentlich gedruckt habt, sollte dann auch, wie bei meinem Objekt hier entsprechend, das Ganze wirklich wunderbar laufen. Und damit habt ihr dann ein perfektes Gewinde, was ihr in eurem nächsten Projekt verwenden könnt, um zwei Objekte quasi miteinander zu verbinden. Ich werde das Ganze für mein Lichtschwert, wie gesagt, verwenden. Und in diesem Sinne hat euch das Video hoffentlich gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und solchen Content nicht verpassen wollt, dann würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen, vielen lieben Dank auch an meinen Sponsor und die Patreonen, die mich mittlerweile zahlreich unterstützen, um euch solche Projekte hier entsprechend auch liefern zu können als Content. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hodl the line, happy printing und ciao.